kleinen Schaukler. Ja, herzlich willkommen wieder mal, liebe Zuschauer, alle Geschlechter eingeschlossen. Wir sind wieder am Samstagabend und machen den wöchentlichen Verantwortungstreff oder Samstalk, die älteste Talkshow von Schenkerbewegung, wenigstens 10 Jahre, versuchen wir uns daran schon. Und wir sind technisch dabei weiterentwickelt. Wir haben heute, wenn ich das richtig sehe, gleichzeitig sogar einen Livestream und diese Aufnahme, die ihr dann anschauen könnt. Also bin da sehr dankbar und froh drüber, dass wir eine gute technische Form gefunden haben. Aber zur inhaltlichen Bedeutung. Wir stecken alle in einem Lebensstrom drin, den wir vielleicht nicht gründlich genug bezüglich der Verantwortungsfrage geprüft haben. Ist das alles überhaupt verantwortlich? Oder fließen wir irgendwo mit, wo wir es eigentlich, wenn wir es durchblicken, nicht hinterstehen können, es nicht verantworten können? Dem dient dieses Auftauchen aus dem Fluss des Lebens, um Verantwortungstreff zu machen. Warum nicht einmal die Woche oder vielleicht sogar, ja, man kann beliebig anfangen, einmal im Monat mal mit auftauchen und sich die große Verantwortungsfrage stellen. Unser Gesprächsrahmen hier ist insofern was Besonderes dabei. Also im Kern sind es jetzt seit ein paar Monaten der liebe Dylan, den ihr gleich dann ja auch hört und der die Aufnahmetechnik macht. Und meiner einer, öff. Und das Besondere ist, dass wir beide als Lebensnerv für eine wirkliche Wandelentwicklung und Verantwortungsentwicklung die freie Argumentekultur sehen. Im Unterschied zur Ausblendungs- und Cancel-Culture, die um uns herum von all den ideologischen Scheuklappengruppen so praktiziert wird. Also da haben wir das Grundprinzip der freien Argumentkultur. Und Dylan und ich sehen das so, dass das so wichtig ist, dass es auch der Lebensnerv für irgendeine gelingende Kommuneentwicklung ist. Da sind wir auch bereit, mit anderen gemeinsam drüber nachzudenken. Und soweit wir da eben etwas an Kenntnis und Kompetenz mit einbringen können, supervisionsmäßig solche Kommuneentwicklung zu begleiten. Der Dylan hat da eine super Anzeige mal gemacht, die er wahrscheinlich irgendwie jetzt auch am Anfang so mit einblenden wird. Selbstverständlich. Ja, siehst du. Also wo wir das anbieten, so diese Supervision, damit die Menschen zur besten aller denkbaren Lebensformen die Revolution zu Fuß durchführen können. Dann ist es so, dass wir gleichzeitig auch versuchen, diese freie Argumentekultur in allen denkbaren guten Schienen zu entwickeln. Und da haben wir schon zwei Ansätze. Hier der Samstag ist eigentlich der Rahmen, wo die Orga-Leute, also die da kompetent und engagiert an solcher Kommuneentwicklung und der Wandelbewegung beteiligt sind, dass die da miteinander sich austauschen und natürlich alle möglichen Leute dazukommen können, die das wollen. Dann haben wir montags die Wandelgespräche, die Einstiegsgespräche sozusagen für alle, ne? Also können auch Kinder die Orientierung suchen mit hin und da geht es dann darum, dass alle mit allen freundlich über alles sprechen können. Und wir haben vor, und das ist gerade etwas, wo wir aktuell viel drüber nachdenken und dran gestalten. Und da werden wir sicherlich heute Abend auch noch den neuesten Stand dann so besprechen und wie es weitergehen kann. Wir denken, dass die freie Argumentekultur und ein dazu passendes Talkformat auch die großen Multiplikatoren der Welt einbeziehen muss. Also die Repräsentanten für Ideologien oder Interessensgruppen, für politische und wirtschaftliche Big Player, die müssten eigentlich einen Rahmen auch geboten bekommen, wo sie so offen, ohne ideologische Ausblendung, offen problemlösend, mit offener Lösungssuche nachdenken könnten. Und da sind wir auf der Suche noch, so einen Zukunftskongress, der fair alle Lösungsvorschläge zum Zuge kommen lässt oder mit auf den Tisch kommen lässt. Da sind wir dran. Ich sage nur hier jetzt am Anfang so, also Dylan und ich haben da sind dabei eine Textform zu entwickeln, womit sie eingeladen werden können, Verteiler zu erstellen. Und ich kann schon mal sagen, also ich gedenke in den nächsten 2-3 Tagen das Ding so rund zu bekommen, dass die Einladung dann auch von mir abgeschickt werden kann. Gut, Näheres dazu später. Da werden wir dann ja inhaltlich sicherlich drüber reden auch. Und ansonsten noch zur Technik.
wir machen das normalerweise in Form des Redekreises. Also man gibt den Gesprächsstaffelstab aneinander weiter und jeder hat so seine, in der Regel nehmen wir 4 Minuten. Der Dylan schaut auch freundlicherweise auf diese Zeitbegrenzung und macht dann piep, piep, piep und dann kann man seinen Gedanken auch abrunden und gibt dann wieder weiter. Ist heute natürlich jetzt wieder recht einfach, wenn wir zu zweit sind, können wir den Staffelstab immer recht unkompliziert weitergeben. Es müssen uns nicht viele Namen merken, wo die in welcher Reihenfolge jetzt drankommen. Okay, das wisst ihr damit zur Technik. Es sei als letztes noch gesagt, dass über all diese verbalen Talks hinaus wir auch eine Schriftform anzubieten haben, die für mich sogar die Hauptaustauschplattform werden soll oder ansatzweise jetzt eben auch schon für mich das ist, weil ich das Prinzip habe, dass ich über die wichtigsten Inhalte mit geeignetsten Menschen in der besten Form kommunizieren will. Und das ist so am Anfang ein Internetforum aus meiner Sicht, wo man geordnet die Fäden so ziehen kann. Eines Tages wird das stärker noch in Richtung Wiki dann gehen, aber damit sei es jetzt hier an der Stelle auch erstmal gesagt, der Dylan blendet es bestimmt auch ein, dass ihr mal einen kleinen Blick drauf werfen könnt und der Titel des Freie Argumente Kulturforums ist www.freie-argumente-kultur.de. Damit genug der Einleitung und dann würde ich gerne für den ersten inhaltlichen Beitrag an den Dylan geben. Ja, jetzt müsste mich der ÖFF hören. Ich frage gerade mal kurz zurück, ob er mich gut gehört hat. Nee, das Pfeifen kam, weil ich dich ja hören wollte. Dann pfeift das natürlich. Ja, jetzt das ist natürlich, brauchst du eigentlich gar nicht mehr zu sagen, weil ich das ganz groß und fett eingeblendet habe und sogar für die Live-Zuschauer freie-argumentekultur.de ganz groß. Ich habe ein ganz großes Bild davon gemacht. Und da ich mich ja immer schon auch fantasiere im New World Economic Forum, zu dem wir ja demnächst auch die Promis einladen wollen, aber offen für alle, ohne jegliche Cancel Culture, habe ich natürlich genau ein Bild gemacht mit freieargumentekultur.de und dann diesen Faden New World Economic Forum von dir, dieses Thema, ne? Und dadurch haben wir das alles auf einem Bild, ne? So, und dann gehe ich nämlich jetzt mal dorthin, wo ich meinen inhaltlichen Beitrag heute beginnen möchte. Also, ich fantasiere mich im New World Economic Forum, auch wenn Sarah Wagenknecht und all die anderen Promis natürlich heute noch nicht dabei sind. Ist auch nicht schlimm. Live-Fernsehen sind im Moment noch keine Zuschauer da. Ist vielleicht auch ganz gut so, weil wir ja noch lernen müssen. Und dann beginne ich jetzt mal inhaltlich damit mit meinem Beitrag. So, und zwar glaube ich, dass wir auch schon, wenn wir nur zu zweit sind oder zu 15 montags, dass wir schon fantastisch besetzt sind, weil wir ja sozusagen ganz wichtige und zentrale Ansätze für die Weltverbesserung und Lebensverbesserung dabei haben. Ich selbst lade ja auch ein in die Gemeinschaft Köln-Süd, weil ich das auch als einen Pfeiler sehe, dass wir Menschen jetzt alle zusammenleben sollten und dort lernen sollten, wie man miteinander glücklich lebt, trotz des Kapitalismus, trotz der Marktwirtschaft außenrum. Das kann man lernen, aber ob man es schafft, ist keine Garantie, ne? Aber es ist, denn der Einfluss des Kapitalismus von außen ist immer sehr stark. Dann ist es so, dass auch der Ansatz, den ich vertrete, die GBO von Weltrat und Next Scientists for Future, ich habe auch, ja, sozusagen, der Ansatz ist das große Ding in der Öffentlichkeit. Ich lese mal vor, was ich dazu geschrieben habe. Allgemein kann man sagen, das Einzige, was von allen alternativen Konzepten in der großen Politik und Medienwelt eindringen konnte, also in die große Politik müsste es eigentlich heißen, und Medienwelt eindringen konnte, ist die Gruppe der gemeinwohlökonomischen Lösungsentwürfe,
einschließlich unserer GWO, der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung. Und das finde ich auch gut so, weil ich das neben dem Gemeinschaftenaufbau für die beste realpolitische Lösung für die Menschheit halte, wenn es darum geht, erstmal so auf die Schnelle den Kapitalismus zu beenden mit seiner Kriegstreiberei und mit seinen Wahnerscheinungen, mit seinen Gesundheitsskandalen und all diesen Dingen, ne? Also das meiste im großen TV und der großen Politik ist sicherlich irrelevant, aber mit ihrer kleinen Offenheit für die Gruppe der gemeinwohlökonomischen Lösungsentwürfe, die über ZEG, Felber, GWÖ, also vielleicht das zur Information, also eine der bekanntesten Kommunen, die jetzt gerade auch im WDR vor einigen Monaten wieder berichtet wurde, das ist das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Da war Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie zu Besuch. Die haben da also schon eine Achse, ja. Und ich habe sozusagen, wir haben hier die Achse gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung in Kontakt mit Diplom-Theologe Jürgen Wagner als Achse Gemeinschaft, und die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung hat im Gegensatz zur GWÖ auch den riesigen Vorteil, dass sie auf Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften hin abzielt, die dann sozusagen experimentieren werden damit, ihren Kunden zu empfehlen, wieder in Gemeinschaften zu leben, weil der Mensch laut naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen eigentlich nie glücklich werden kann, wenn er nicht in Gemeinschaft lebt, weil das seine natürliche Lebensweise ist, die der Kapitalismus zerstören musste, weil er uns als einsame, kaufsüchtige Singles brauchte, als süchtige Konsumenten brauchte. Und von daher ist dann also zwischen der GWO und dem Thema Gemeinschaften auch die Verbindung, weswegen ich ja auch die Gemeinschaft Köln Süd anbiete. Da liegen also diesmal die großen Medien eigentlich gar nicht so schlecht, weil sie immerhin über das ZEG berichtet haben, was sicherlich keine besonders erfolgreiche Form der Gemeinschaft ist. Aber dass sie über Gemeinwohlökonomie berichten, ist schon etwas. Und dass unser Professor gestern im ZDF zu sehen war und dass die Bild-Zeitung über uns geschrieben hat und einige andere große Medien. Also das heißt, immerhin ist man dran, sich zu öffnen für Gemeinwohlökonomie und also für GWÖ und für GWO und auch für das Thema Gemeinschaften ist eine kleine Offenheit da, und das sehe ich diesmal ganz positiv, auch wenn natürlich noch viel zu wenig in diese Richtung gemacht wird, ne? Viel zu wenig. Ja, und jetzt schließe ich ab mit dem, dass ich sage, was ich in der nächsten Runde bringen werde, nämlich, dass ich dann wirklich ganz klar sage und mich noch deutlicher fühle als Gast des New World Economic Forum, und dass ich dann erzählen werde, wie ich der Meinung bin, dass die unrealistische Linke sich entwickelt hat und warum ich sage, wir vom Weltrat sind die vernünftige, bodenständige Linke. Aber also bis dahin, und ÖFF wird jetzt, und Diplom-Theologe Jürgen Wagner wird jetzt quasi wahrscheinlich nicht moderieren, sondern jetzt seine eigene Lösungsmodell beschreiben, und vielleicht kann ich ihn auch anregen, nochmal so ganz konkret zu sagen, wo der Punkt ist, zu was du die Zuschauer aufforderst, wo sie die Lösung für ihr eigenes Lebensglücksthema und für die Welt und für Deutschland sehen sollen. Eine Sekunde, ich muss erst wieder umdrehen. So, wir hören dich. Ja, danke schön dem Vorredner Dillen. Und ja, worauf kommt es aus meiner Sicht am meisten an? Wir leben alle dieses Leben, und es ist die Alternative, ob wir da ein bewusstes, geplantes Leben führen für Ziele, die wir es auch wert befinden, oder ob wir
irgendwie gelebt werden oder unbewusst durchs Leben fließen und dabei uns selbst oder unser Wesen, nämlich bewusstes geistiges Wesen zu sein, verlieren oder dagegen eine pervertierende Lebensschiene fahren. Das ist der Punkt. Also ich habe erst heute wieder, meine Frau hat da so ein Lied im Radio gehört, wo über einen Soldaten gesungen wurde, und du hast ihnen alles gegeben, deine Jugend, dein Leben und so weiter. Aber sie haben dich doch auch nur belogen, wie uns alle. Und das ist der Punkt. Also man kann sehr in die Irre gehen, man kann Lügerei und Ausnutzerei verfallen. Und ob das passiert oder nicht, das hängt letztlich davon ab, ob man die Augen öffnet und das bedenkt, das durchschaut. Und dafür muss man wirklich auch innere Arbeit machen, muss man prüfen, muss man sich nach Maßstäben fragen. Also ich staune immer wieder, wenn ich mit Menschen so rede, und ich sage ihnen, ihr seid doch in einer Mühle drin, da gibt es doch Autoritäten, es gibt Leute, die die wichtigsten Entscheidungen für euch treffen, oder die sagen, sie machen es in eurem Namen und Auftrag, die Regierung zum Beispiel. Gut, ihr wurdet nie richtig gefragt, aber ihr könnt euch die Frage doch stellen, was ihr davon haltet und wie das aussieht, ob ihr das gut findet, ob ihr das verantworten könnt. Und ich stehe da staunend vor, dass ihr das nicht überprüft. Und ich nenne dann immer so meine drei ganz grundlegenden Vertrauensmaßstäbe, die ich sehr einfach finde, die auch dann nicht bestritten werden. Also auch die Leute sagen, oh ja, eigentlich wäre das ja sehr einfach. Aber es wird eben nicht angewendet. Und diese drei Maßstäbe sind, wenn irgendein anderer kommt und will mich beeinflussen oder will mein Steuerruder gar in die Hand nehmen. Also erstens ist der für mich überhaupt durchschaubar, also transparent, weil sonst weiß ich ja gar nicht, woran ich bin und ob der vielleicht das Übelste auch im Sinne hat. Aber Durchschaubarkeit alleine reicht eben auch nicht, weil stellen wir uns vor, da kommt einer und der will mir alles nehmen, was ich habe, und mich umbringen. Und der ist dabei völlig transparent, dann hilft mir das auch nicht. Das heißt, die reine Durchschaubarkeit kann auch bedeuten, ich durchschaue, dass er mir das Übelste zufügen will. Das heißt, zur Transparenz muss dazu kommen, dass der andere verlässlich nach Werten handelt, von denen ich sagen kann, die tun mir gut. Dann wäre da eine Vertrauensmöglichkeit gegeben, dass ich weiß, das, was der an Einfluss auf mich ausübt, wird nach meinen Maßstäben zu Gutem für mich führen. Jetzt kommt natürlich noch was Erschwerendes dazu, wenn man so ein Mensch sein will, wie ich das versuche. Also jemand, der sagt, meine Vernunftseele ist so angelegt, dass sie den Sinn und das Wohl im Ganzen haben möchte oder darin ihre Erfüllung oder ihr Glück sieht. Und dann ist es natürlich so, dass es nicht so sein kann, dass jemand kommt und der behandelt mich so, dass es mir gut tut, aber im Ganzen vielleicht Schaden anrichtet in der Welt, sondern jemand könnte mir nur gut tun, indem er genauso wie ich prüft, ob das der Welt auch gleichzeitig gut tut. Also ob global denken, lokal handeln, die Verantwortungsdimension dabei ist. Also drei einfache Maßstäbe: Transparenz, handeln nach Werten, die mir gut tun. Und wenn mir das Wohl der Welt insgesamt gut tut, handelt der Betreffende also verlässlich nach Werten wie global denken, lokal handeln. Das ist nicht schwer, aber also wenn ich den Menschen das sage, ist das immer wieder eine ganz neue Erkenntnis. Sie haben da nie in der Weise darüber nachgedacht, dass sie sich gefragt haben, was sind denn jetzt wirklich die Maßstäbe für Vertrauen? Geschweige denn, dass sie sich die Frage gestellt hätten, da wo ich in Abhängigkeits- und Steuerungszusammenhängen eingebunden bin, habe ich da die Vertrauensfrage gestellt? Konnte ich sie stellen? Durfte ich sie stellen? Und was käme heraus, wenn ich diese Frage stelle? Also da steht man dann vor der ernüchternden Erkenntnis, dass wie ich das auf ein Plakat oft geschrieben habe, mit dem ich rumgezogen bin als Pilger auf der Straße, darf man herrschen lassen, übrigens könnte man in Klammern dazu sagen, in sich auch schon oder sonst in der Politik, Klammer zu, davon herrschen lassen, wer einen vorher nicht richtig gefragt hat und nicht mit Verantwortungsgründen bzw. globalen Verantwortungsgründen überzeugen konnte oder überzeugt hat. Alle Menschen, die ich bisher gefragt habe, drucksen dann zwar ein bisschen, übrigens auch der Herr Felber von der Gemeinwohlökonomie, dem habe ich auch schon direkt die Frage mal gestellt, dann wird ein bisschen gedruckst und wenn ich nachhake, kommt aber dann ein klares Nein.
Und alle stecken in solchen Abhängigkeitsverhältnissen drin. Bei allen ist es so, dass sie beherrscht werden von Leuten, die zum Teil sogar eben sagen, ja, das machen wir für dich, das machen wir in deinem Namen und Auftrag, die nicht vorher richtig gefragt haben und die mit Sicherheit auch nicht mit globalen Verantwortungsgründen überzeugen können, allein schon, weil sie den betreffenden Menschen ja nicht mal bewusst gemacht haben, wie sehr das eine Entscheidungsfrage für ihn ist, die er vorher erstmal durchleuchten muss und wo er nach Verantwortungsreisen gehen muss. Also insofern, ja, liebe Zuschauer, ich sollte ja jetzt sagen, mal auch, was ich denke, worauf es am meisten ankommt, wacht da auf und prüft und prüfe, wer sich bindet, ne? Ob sich auch Herz zu Herz und unser aller Herz zur globalen Verantwortung findet. Ich gebe wieder an den Dill. Ja, und vielleicht noch der technische Hinweis, dass es wirklich gut wäre, immer wenn das Piepen ertönt, als Zeichen dafür, dass man es gehört hat, denn wir haben auch festgestellt, dass man das auch überhören kann, dass man kurz innehält und auch die paar Worte, die er vorher nochmal neu ansetzt, denn während des Piepens sehen am Ende in der Aufnahme die Fernsehzuschauer, verstehen die dann den Text auch schlecht, ne? Und deswegen so, das müssen wir halt noch neu lernen, kurz innehalten und nochmal ein paar Worte vorher nochmal neu ansetzen, damit das auch wirklich alles verständlich bleibt und nicht eine Verstehenslücke entsteht. Ja, und jetzt gehe ich mal darauf ein, was der Diplom-Theologe Jürgen Wagner öff gesagt hat, nämlich, ich bin ja sozusagen, ich habe ihn so verstanden, dass er sagt, dass der Mensch doch nach Werten leben und handeln sollte, die zu einem Handeln führen, das gemeinwohldienlich insgesamt ist und für die Welt und die Menschen gut ist. Und da sind wir Naturwissenschaftler natürlich sehr viel pessimistischer. Die sagen, ja, schön für jeden, der das schafft, wirklich sich zu überprüfen, zu reflektieren und wirklich dann nach diesen Werten zu handeln, obwohl im Kapitalismus die Marktzwänge eigentlich regelrecht verantwortungsloses Handeln fordern, wenn man richtig Profit machen will und dabei sein will im großen Geschäft, dann geht das eigentlich nur damit, dass man sich nicht hinterfragt. Ja? Und das ist halt so der Punkt, wo wir es schwierig finden, weil wir sagen, ich freue mich über jeden, der das schafft, sich so zu reflektieren und dann sogar auch das Post-Conventional Level zu erreichen und wirklich so werteorientiert handelt. Aber ich sehe es so, dass ich eigentlich eher die Ausnahme war, vielleicht so dieses eine von 100, als ich meine Praxis geschlossen habe, weil ich das gemerkt habe, dass das unverantwortlich ist, in diesem Gesundheitswesen eine Praxis zu betreiben, weil man quasi wirtschaftlich gezwungen ist, letztendlich Dauerpatienten zu erzeugen, die Geld bringen. Und wenn man das nicht tut, kann man eine Praxis heutzutage nicht mehr wirtschaftlich betreiben, weil die Kosten einem davonlaufen und weil man aus den Patienten nicht genügend Geld rausholt, wenn man sie nicht alle in Dauerpatienten verwandelt, weil man kriegt immer nur eine bestimmte Zahl an Patienten und wenn man die nicht festhält, im Dauerkranksein, ja. Na gut, aber auf jeden Fall wollte ich damit sagen, die Schwierigkeit ist, dass wir sagen, wir haben es mit vorteilbringenden Irrtümern zu tun. Also es wird nur jemand, ein erfolgreicher Nahrungshändler, der von Anfang an sich in Irrtümern befindet. Also wer von Anfang an glaubt, dass der Mensch ein Verbrennungsofen sei, für den es keine artgerechte Nahrung gäbe, sondern wo man Zucker reinwerfen könnte und alle möglichen Stoffe reinwerfen könnte und alles sei gleich gesund, der kann auch mit Erfolg heutzutage einen Supermarkt betreiben und dort die ganze Welt mit Zuckerwaren und ähnlichen Dingen versorgen, die am Ende die ganze Weltbevölkerung krank machen.
Und er glaubt dann immer noch, dass das gesund sei, was er da anbietet, ja? Weil er gar nicht hinhört, wenn die Wissenschaftler sagen, ja, guck mal, die ganze Weltbevölkerung wird immer jünger, in immer jüngeren Jahren immer chronisch kränker. Und woran, das könnte ja vielleicht was mit der Ernährung zu tun haben, die wir in den Supermärkten kriegen. Aber das darf er dann nicht denken, ja, das, und dass der Witz ist, wenn jemand Milliarden verdient mit diesen vorteilbringenden Irrtümern, die ihm ja erlauben, kein schlechtes Gewissen zu haben, dann sind wir so pessimistisch, dass wir als Naturwissenschaftler sagen, ja, da ist die Psyche dann leider so biegsam, dass der einfach auch gar nicht nach Werten gehen möchte und auch gar nicht sich hinterfragen möchte, sondern einfach sagt, nee, meine Sachen sind doch gesund. Die Leute kommen doch alle und kaufen bei mir, also ist es doch ein Gut, was ich ihnen verkaufe. Ist doch alles in Ordnung. Was wollt ihr mit den Krankheiten? Das kommt woanders hin. Das kommt, das, ach, die Genetik, da, die Menschen haben Gendefekte alle und so weiter. Aber das hat doch nichts mit meiner Ernährung zu tun, die ich verkaufe und so weiter. Ja, und das deswegen sagen wir, wir müssen den Kapitalismus beenden und mit der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung die Menschen quasi dazu schubsen, dass sie das Gemeinwohldienliche tun, indem wir ihnen gar keinen Profit mehr ermöglichen ohne gemeinwohldienliches Handeln. Also entweder sie handeln gemeinwohldienlich oder sie gehen pleite. Das ist das, das heißt, entweder ein Supermarktleiter kommt zur Erkenntnis, dass eben nicht alles gesund ist, sondern das meiste krank macht und fängt an, seinen Markt in einen Gesundheitsanregungsmarkt umzuwandeln. Oder er geht pleite, weil das in der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung die neuen Rahmenbedingungen sind. Und das heißt also, wir setzen einen Rahmen, der das moralische, ethische Handeln auch noch, also wirtschaftlich überleben lässt und zulässt und sogar ein bisschen belohnt, ne? Und das ist unser Gedanke. Und jetzt bin ich wieder nicht zu den Sozialsparten gekommen, aber dann in der nächsten Runde. Ich gebe wieder weiter. Der Öff muss allerdings noch eine Sekunde warten. Wir hören dich. Ja, danke schön, danke schön. Ja, also ich finde es schön, also bei dem, was der Dylan gesagt hat, auch, dass wir nicht nur in der freien Argumentekultur allen Zuschauern oder denen, die sich interessiert irgendwie damit einklinken wollen, anbieten, dass wir ohne Tabus und ohne unhinterfragbare Voreinstellungen alles zur Disposition stellen. Also Argumente, Gleichberechtigung für alle. Keiner hat auch was davon, wenn irgendwelche Thesen oder Theorien oder Ideologien an den Anfang gestellt werden, die vielleicht in Widerspruch zur Vernunft, zu den bestmöglichen vernünftigen Argumenten sind. Also jeder, der von außen jetzt das hier hört, möge nicht denken, wir haben da irgendwas wie Betonpfeiler in den Boden gerammt, sondern kommt her und wenn euch da irgendetwas verkehrt erscheint oder unnötige Voraussetzungen, dann kommt und stellt es in Frage. Wir sind wirklich voll offen, dass alles in Frage gestellt werden kann. Und dann freue ich mich, dass der Dylan und ich für eine faszinierende Mehrschienigkeit stehen. Also mein Ansatz ist tatsächlich der Ansatz, man könnte sagen, eben der Geisteswissenschaft, dass der Mensch ja sich selbst auch als geistiges Wesen verstehen kann und wenn er darüber nachdenkt, wohl auch bezüglich Wesensverständnis so verstehen sollte und wollte und dass wir die Möglichkeit haben, oder es ist eine denkbare Möglichkeit, dass, weil ich geistiges Wesen bin, ich auch nach dem Geist gehe. Also ich sehe, ich bin eine Vernunftseele und ich will mich danach richten, was im Ganzen vernünftig sinnvoll ist und dem Wohl des Ganzen dient, insgesamt verantwortlich ist, ganzheitlich nachhaltig ist. Ja, ist das möglich? Also denkbar ist es ja. Ist das möglich und kann man so leben und was macht es mit einem und welchen Einfluss kann es auch nach außen so erzielen?
Dafür habe ich mich seit meinem 13. Lebensjahr innerlich entschieden, dass ich da so persönlich ein Versuchskaninchen sein möchte für dieses Experiment. Und ja, also das ist, übrigens, ich sage dazu noch, ich war dann fasziniert, dass das durchaus auch in der normalen, im Mainstream-System vorkommt. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel in die Entwicklungspsychologie schaut, da wird dann die Persönlichkeits- und Verantwortungsreife des Menschen definiert. Das ist das sogenannte Post-Conventional Level. Ich nenne es lieber Spirit Identification Level. Aber das ist im Prinzip so eine Verantwortungsidentifikation des Menschen mit seinem ganz weiträumigen, vernünftigen Blick, vernünftigen Verantwortungsblick auch. Okay. Und der Dylan vertritt ja einen nüchtern, naturwissenschaftlich sich verstehenden Ansatz, der sagt, dass auch wenn die Menschen eben nicht sich dieser geistigen Dimension so verschreiben wollen, wo sie dann das Richtige tun, weil es richtig ist, egal ob da im Moment irgendwelche Belohnungsleckerlis in eine andere Richtung liegen oder nicht, sie gehen nur nach diesem ganzen weiten Blick und sind nicht korrumpierbar durch Augenblickseffekte. Und da sagt der Dylan, okay, wenn das eben welche können, ist ja gut, aber wir müssen davon ausgehen, dass die Menschen doch sehr stark von diesen Augenblickseffekten, diesen kurzfristigen Belohnungsleckerlis, abhängig sind in ihrem Verhalten und in Widerspruch dann auch zu dem Gesamtblick und der Gesamtverantwortlichkeit handeln würden. Und deshalb müssen da Regulationsmechanismen noch mit rein, die auch auf der Ebene dieser kurzfristigeren Belohnungseffekte schon in Richtung zum Gutes tun und zum Vermeiden der vorteilbringenden Irrtümer und des Profits dadurch dienen können. Und das, ich finde das genial. Also ich finde, wir müssen wirklich alle ernstnehmbaren Schienen kombinieren, um möglichst auch einen Ausweg aus den riesengroßen und immer größer werdenden Problemen zu finden. Ich denke, wir sind in der Schicksalsphase der Menschheit. Und ja, also es ist super, dass wir solche Mehrschienigkeit haben. Und wir beide denken ja auch, dass das am meisten auch, ja, zur Herausforderung wird oder zum Kennenlernen, zur Kennenlerngelegenheit, wenn es da Modellexperimente gibt. Und die können ja wirklich in mehreren Hinsichten, kann man versuchen, die aufzubauen. Also Dylans Idee einer Wohlfühlstimme könnte Gestalt annehmen, auch wenn man noch nicht gleich das ganze Land dafür Experimente begeistern kann, zum Beispiel in solchen Hausarztkommunen. Ja, jetzt nehme ich das mal wahr mit dem Bieben so und mache das so, wie der Dylan das beschrieben hat. Ich setze nochmal an. Also der Dylan hat ja die Vorstellung, dass es Hausarztkommunen geben kann, wo sich dann regional oder an einem Ort Menschen schon zusammentun und ja quasi nach Wohlfühlstimme gehen, indem sie auch bei ihrem Arzt eben gucken, nicht wie viele Medikamente verkauft er oder wie viele Behandlungsstunden, sondern wie gut geht es den Patienten. Und die andere Schiene, auch mit Modellen dabei zu arbeiten, wo die Menschen das mal erleben können und sich fragen können, was bedeutet das für mich? Das wären natürlich beispielhafte Kommunen, aufgeklärte Schenker-Kommunen oder Schenker-Bonobo-Kommunen, wie wir das nennen, was eigentlich unbedingt wichtig ist und was so traurigerweise fehlt jetzt heute. Ne? Oder wer kennt da wirklich ganzheitliche Kommunen, wo er da erleben könnte, was das bedeutet und was das mit den Menschen macht? Ja, ich sage noch dazu, das hatte ich in meiner Einleitung, glaube ich, noch nicht so deutlich gesagt, da wir diese freie Argumentekultur so als Lebensnerv sehen und glauben, dass das ist, wo entscheidend dann auch, ja, auch Kommunen draus wachsen können, verstehen wir uns mit diesen Talks nicht nur, wie der Dylan sagte, schon quasi als Beginn der Zukunftskonferenz mit fairer Behandlung aller Lösungsvorschläge, sondern wir verstehen uns wie eine Art digitaler Anfangskeimling auch für Kommune. Also nicht nur, dass wir das anderen empfehlen, so das als Lebensnerv zu sehen und anbieten und auch Supervision beisteuern könnten, sondern wir verstehen direkt auch unser Tun als quasi digitale Kommuneentwicklung. Okay, ich gebe wieder an den Dylan. Ja.
Jetzt müsste es wieder gut zu hören sein. Ja, also, ich teile das auch, dass eben genau wir diese Mehrschienigkeit und das Experimentieren auf mehreren Schienen, das ist der richtige Weg. Also auch meine Idee, die Gemeinschaft Köln-Süd, ÖFF hat ja etwa 10 Locations in Deutschland an der Hand und ich habe ja hier nur meine kleine Wohnung als Startpunkt einer möglichen Gemeinschaft Köln-Süd mit vielen, ja, ich kann vielleicht bis auf 6, 7 Schlafplätze kommen hier, aber dann müsste man halt umliegende Wohnungen anmieten, WG-Zimmer anmieten und so weiter, hier im schönsten Zentrum von Köln sozusagen, Köln-Süd, und dem eigentlichen Herz von Köln. Und da können die Leute auch alle möglichen experimentellen Formen des Zusammenlebens können da entstehen. Ich selbst würde favorisieren, persönlich dann bei dem Unterexperiment dabei zu sein, dass sozusagen die bonobo-kommunistische Gruppenehe versucht zu leben, weil ich uns Menschen ja als Savannen-Bonobos verstehe. Gab übrigens wieder viele Filme im Internet, die das alles nochmal bestätigt haben, was ich so immer erzähle von den Bonobos, mehr oder weniger deutlich. Allerdings auch, dass sie eben keine, ja, sie sind keine Heiligen. Also sie sind nicht irgendwie, sondern sie sind biologische Säugetiere mit auch einem ganz rationalen biologischen Verhalten. Aber eben viel, viel weniger gewalttätig als andere. Aber jetzt will ich auch endlich mal deutlich machen, denn wir haben ja auch am Montag, wir haben ja immer mit Konzepten zu tun, die ich selbst als die unrealistische Linke bezeichnen würde. Und zwar ist es so, dass wir als Biologen einfach erkennen, dass leider in der Natur die wichtigsten in jeder biologischen Gruppe sind die Alpha-, Beta- und Gamma-Tiere. Also es gibt sogar, glaube ich, bei den Wölfen ist es, glaube ich, so, dass niemand anders Kinder bekommen darf, außer der Alpha-Wölfin und der Alpha-Wölfin und dem Alpha-Wolf. Ja, also das heißt, die Natur ist immer so geregelt, dass sie sagt, ja, okay. Auch bei den Bonobos, ja, wir haben natürlich auch immer mit Omega-Lebewesen zu tun. Also Alpha bedeutet also ranghöchste, leistungsfähigste in der Gruppe sozusagen, angesehenste in der Gruppe, am meisten geschätzte wegen der guten Geschenke, die sie bringen, und der Nützlichkeit für die Gesamtgemeinschaft. Und wir haben diejenigen, die eben auch und in der Natur eben meistens aufgrund bestimmter leider traurigerweise ungünstiger genetischer Konstellationen eher so ganz unten stehen in der Ansehensrangliste. Und gab da der letzte Bonobo-Film, der eine, Professor Volker Sommer, hatte ja geschildert, wie sogar dann eine Frauengruppe einen missratenen und dann aber auch gefährlich gewordenen Mann, jungen Mann, eben offensichtlich auch vertrieben hat. Und im Zoo-Kontext bedeutet vertreiben, weil man dort ja nicht schlecht vertreiben kann, wird er dann ersatzweise getötet. In der Natur stirbt er dann sowieso als Vertriebener. Also, und dann wurde in dem anderen Filmbericht wurde jetzt gezeigt, wie sozusagen ein junger Mann, der offensichtlich auch nicht gut geraten ist, und eben auch weder nützlich ist für die Gemeinschaft, noch irgendwie möglicherweise auch für deren Augen auch irgendwie vielleicht höchst unattraktiv ist oder so, am Rande geduldet wurde, mit ihm wurde ab und zu ein bisschen Körperkontakt und Sex praktiziert, damit auch er den Glauben haben kann, er hätte vielleicht eine Chance, dass eines der Kinder von ihm sein könnte, wodurch er dann eben nicht mehr weiß, welches Kind er überhaupt noch töten oder angreifen könnte. Denn wenn irgendeins von ihm ist und er tötet sein eigenes Kind, dann hätte er ja seine einzige Fortpflanzungschance, die
wir in der Natur tatsächlich hat, denn Bonobo-Männer haben keine Chance, Mitglied anderer Gruppen zu werden, wenn sie vertrieben werden. Keine andere Gruppe nimmt sie jemals auf. Also das bedeutet immer ein Todesurteil, wenn man vertrieben wird als Mann bei den Bonobos. Und der wurde sozusagen am Rande noch geduldet und solange er eben dadurch, dass er glaubt, ich könnte ja vielleicht der Vater eines Kindes sein und das muss kein bewusstes Glauben sein. Das sind biologische Mechanismen, das kann reflektorisch gesteuert sein, dass er so lebt, als ob er glauben würde, dass er der Vater eines Kindes sein könnte. Auf jeden Fall, solange er dann die Kinder und die Frauen nicht angreift, wird er noch irgendwie geduldet. Und die Sozial-, also die, das Problem ist, dass bei den unrealistischen Linken eben wir diese Realität, das Alpha, Beta, Gamma und Omega-Situation nicht respektieren. Das sage ich aber dann in der nächsten Runde, weil meine Zeit schon wieder rum ist. Also ich schaffe es vielleicht erst in der nächsten Runde. Ich mache den Öff-Öff jetzt wieder lauter langsam. So, wir hören dich. Ja, danke Dylan. Danke für das, was du gesagt hast. Und ja, ich finde auch, dass das ganz wichtig ist, also ich persönlich würde auch die Kultur der Bonobos sehr schön ansehen und also hier im Projekt, also meine Frau hat letztens auch irgendwo gepostet, wo jemand so einen Bericht über die Bonobos gebracht hat, dass das doch schön wäre. Im Grunde ist das ja so eine friedliche Hippie-Kommune, wie die da so ähnlich leben. Ja, aber ich denke, es ist gut, oder der Zweig in der Mehrschienigkeit, oder die Zweige, die ich auch für wichtig halte, sind halt offener noch angelegt. Also es kann diese Schiene haben und es kann eben auch die Schiene haben, was weiß ich, dass jemand als buddhistischer Mönch nur da sitzt und mit weitgehender Körperlosigkeit, sage ich jetzt mal, sich der Meditation hingibt. Oder dass jemand sagt, ihm ist gar nicht nach Sex, er möchte mit den Frauen auch einfach interessante Bücher lesen. Also, wie auch immer, ich glaube, es gibt verschiedene Schienen, in denen eine globale Verantwortlichkeit Gestalt annehmen kann. Und ja, also das ist dann auch alles möglich. Ne? Und ich glaube, man muss sich auch wenig Sorgen machen, dass die Bonobo-Schiene dabei zu kurz kommt. Also ich bin schon ziemlich sicher, dass die Menschen, wenn sie diese große Freiheit dann haben, sich zu überlegen, was tut mir gut, was gefällt mir, was ist auch ein sinnlich, emotional und geistig möglichst erfülltes Leben. Also da wird die Bonobo-Kultur gut genug mit ihren Platz finden. Ich greife mal dann jetzt auch die konkrete Situation auf. Also ich sage ja immer, dass ich bei den Verantwortungstreffs auch so ein bisschen beschreiben will, wo ist mein realer Stand jetzt. Also damit wir nicht nur über die allgemeinen Prinzipienfragen, wo wir uns auch oft wiederholen, reden, sondern auch, was machen wir konkret und wie geht es damit weiter. Ich sage übrigens gleich dazu, wenn sowohl bei den Grundlagenfragen wie auch bei den Fragen, was machen wir jetzt praktisch, oder wie gut geht es vorwärts, wenn da jemand meint, es dreht sich zu seinem Kreis oder geht nicht schnell genug vorwärts, dann sei der sachte Hinweis gegeben, das liegt an euch, liebe Zuschauer. Also wenn ihr das mal prüft, was hier gesagt wird, habe ich auch in der letzten Sendung schon ein paar Mal geäußert, diese Einladung. Wenn ihr es prüft und würdet meinen, ja, das stimmt, also diese Grundweiche, die da gestellt wird, die ist ganz entscheidend wichtig, es geht gar nicht ohne, dann kann es ja nur so aussehen, dass wir alle da stärker anpacken, damit es vorwärts geht. Aber man könnte nicht sagen, ja, das ist schon, das muss schon sein, geht eigentlich nicht ohne, aber ich setze mich trotzdem einfach wieder in meine Ecke oder in meinen bürgerlichen Sessel und mache nicht mit. Das kann keine Option sein, ne? Sondern ihr könnt mit herkommen, könnt mit anpacken und dadurch werden die Fragen auch verfeinert und weitergedacht und dadurch geht es auch in der Praxis weiter. Also macht uns keine Vorwürfe, sondern kommt und treibt es mit voran. Gut,
Aber jetzt, wo ist der Stand? Also meine Hauptlinien sind ja gerade jetzt in der Corona-Zeit, die ich als eine entscheidende Kippsituation der Menschheit sehe. Nicht allein wegen Corona, sondern Corona ist ein Tropfen, der das Fass weiterfüllt und vielleicht jetzt wirklich zum Überlaufen bringt. Nämlich das Fass der Weichenstellung zu einer digitalen Willkürdiktatur, einer Überwachungs- und Kontrolldiktatur, wie sie in China schon erschreckend weit gesehen werden kann und wie sie auch im Westen mit NSA-Skandal und so weiter und eben auch jetzt Corona aus meiner Sicht als Gefahr ständig weiter zunimmt oder schon beim Kippen ist. Und meine Strategie ist, die besten Argumente, gewaltfreien Argumente dagegen einzusetzen, zu entwickeln und einzusetzen, Argumente statt Fäuste oder statt Manipulation, also statt allen Methoden nicht argumentativer Einflussnahme und Durchsetzung. Das habe ich gemacht mit einem Weckruf zuerst, auch vorher schon, aber jetzt gebündelt und zugespitzt mit einem Weckruf, den ich zu Weihnachten an die Politiker, an die Strippenzieher und dann an alle Menschen auch, weil ihr seid ja die letzten Strippenzieher, ne? In der Demokratie seid ihr alle ja die eigentlichen Souveräne, die die letzten Auftraggeber sind, ne? Also man betrügt euch da zwar und ihr betrügt euch auch selbst, aber eigentlich seid ihr die Hauptverantwortlichen. Insofern, der Weckruf geht natürlich an alle dann. Und der Weckruf hat als zugespitzte Form, dass wenn Ungeimpfte sagen, ich höre das Piepen, genau, ich setze nochmal an, der Weckruf hat als Hauptargument, dass wenn die Ungeimpften sagen, wir sind bereit auf Intensivbett zu verzichten, wenn wir an Corona erkranken, wir sind bereit, uns natürlich zu infizieren statt Impfungen. Und jetzt kommt der knalligste Punkt. Wir sind bereit, wenn ihr uns trotzdem noch zu gefährlich findet, Absonderungsformen einzugehen. Nennen wir es Reservate oder wie man das dann auch nennen will. Die alle für ausreichend ungefährlich halten können. Und wenn das geschieht, dann muss aber auch Schluss sein mit den Übergriffen in Grundrechte und Freiheitsrechte. Dann hat das keine vernünftige oder moralische oder auch rechtsstaatliche Rechtfertigungsmöglichkeit mehr. Und ich empfehle allen meinen Mitverbündeten, diese Strategie jetzt vorwärts zu treiben, also die Argumente zu verbreiten und sich reservatstauglich zu machen oder sich für Reservate zu engagieren. Ob in Berlin, beim sogenannten Demokratieversorgecamp dort oder bei den anderen Standorten, die wir haben, die so als Reservate verstanden werden könnten. Und ich bin da auch mit meinen gewaltfreien Aktionen in der Schiene Gerichtsprozesse dann vielleicht auszulösen, wo ich mit diesen Argumenten und dieser Reservate-Strategie möglichst gut zum Zuge kommen kann. Aber das beschreibe ich euch beim nächsten Mal, wie ich da jetzt gerade stehe und was meine Aktivitäten im Moment sind. Ich gebe wieder an den Dillen. Ja, jetzt müsste man mich wieder gut hören. Ja, vielleicht erst dann nochmal zu den Leuten, die sagen, ja, ihr dreht euch ja, ihr redet ja immer das Gleiche und so weiter. Ja, das Problem ist, dass diese Leute gar nicht verstehen, dass das nur ihr Trick ist, sich dem Feuer der freien Argumentekultur zu entziehen und die eigenen Irrtümer und die eigenen vorteilbringenden Irrtümer und die all eigenen Selbsttäuschungen und den eigenen Selbstbetrug und Fremdbetrug beibehalten zu können, indem man sagt, ach ja, ich will einfach nur mal immer irgendwas Unterschiedliches hören, aber ich will nicht, dass irgendjemand meine eigene Ideologie im Kapitalismus, meine letztendlich meistens kapitalistische Mitläuferideologie in Frage stellen kann. Deswegen hat Öff sicherlich recht, Leute, kommt her. Erst im Gespräch und in der freien Argumentekultur könnt ihr wachsen. Ansonsten sagt ihr einfach, ja, ich bleibe einfach in meiner kapitalistischen Weltsicht voll von vorteilbringenden Irrtümern und stelle mich gar nicht im Gespräch. Und das ist dann der beste Weg, als Mitläufer im Kapitalismus weiterhin alles zu zerstören, bis dann die Erde und alles endlich, bis wir alle krank sind, alle übergewichtig sind, die ganze Erde zerstört ist und so weiter. Ja, aber so viel dazu. Und jetzt aber noch einmal das, was aber sehr wichtig ist, weil sehr viele Menschen, ich habe heute wieder eine Demo von der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei,
habe ich auch mit einem Kommunisten dort geredet und der war aber ziemlich vernünftig und aufgeschlossen durchaus. Aber jetzt wollte ich noch mal klar machen, wie kommt es zur unrealistischen Linken in der Welt? Dort, wo die Maus jetzt gerade hinzeigt, da steht Sozialspaten. Die steht dort oben, weil ich in Deutschland die Sozialspaten für das Gefährlichste halte überhaupt. Noch vor der Waffensparte, obwohl die natürlich Kriege verursacht, noch vor der Alkohol- und Tabaksparte, noch vor den Gesundheitssparten, die uns jetzt gequält haben, jahrelang gefoltert haben, um des Profites willen sozusagen. Ich halte diese für die allergefährlichsten Sparten Deutschlands. Warum? Weil das Verrückte ist, dass im Kapitalismus und im entsprechenden nicht gemeinwohlökonomischen Bezahlungsschlüssel am meisten Karriere ein Sozialspartler leider machen kann, wenn er möglichst viele Dauerkunden hat. Das heißt, wenn die Gesellschaft aus möglichst vielen Langzeitarbeitslosen, Obdachlosen und anderweitig verwahrlosten und zerstörten Menschen besteht. Und leider können dann im ganz kapitalistischen Sinne die Sozialspartler die größten Karrieren machen, können sich am stärksten bereichern und können dabei auch wieder natürlich die vorteilbringenden Irrtümer im Kopf haben und glauben, die dafür sorgen, dass die Gesellschaft nach und nach in ein Land der Omega-Tiere sozusagen verwandelt wird. Denn ich muss noch mal dazu sagen, was ist denn eigentlich links? Links ist, dass man will, dass möglichst kein Mensch leidet. Das ist eine gute Definition von links, dass man will, dass kein Mensch leidet und dass man versucht, das Leiden zu minimieren, allerdings ohne dabei Entscheidungen zu fällen, die wiederum mehr Leid erzeugen, als sie wirklich minimieren können. Also es bedarf links sein, bedarf eines realistischen Blicks, was wirklich welche Folgen hat. Und da bringen dann zum Beispiel die Sozialspaten solche vorteilbringenden Irrtümer mit, die sie ausstreuen und die bedeuten quasi, zum Beispiel ein vorteilbringender Irrtum ist, ja, im Gegensatz zu biologischen Gruppen, bei uns Menschen sind die Alpha-, Beta- und Gamma-Tiere, also die Ranghöchsten und die sind unwichtig bei uns. Die können wir eigentlich auch in der Revolution töten, in die Köpfe abschneiden. Und dann ist es sozusagen so, dass wir dann richtig reich sind und aufblühen und so weiter, wenn wir die umgebracht haben und deren Geld weggenommen haben, dann wird plötzlich das Land ein Schlaraffenland. In Wahrheit sieht man, dass überall, wo das gemacht wurde, hinterher bettelarme Länder herausgekommen sind, in denen viel mehr gelitten wurde als jemals zuvor. Und das ist genau, was echtes Linkssein ist. Wie kann ich Leid minimieren und wie kann ich den richtigen Kompromiss finden und mittleren Weg finden, der die Leitmenge minimiert? Denn wenn ich irgendwelche radikalen, unsinnigen, widernatürlichen Schritte gehe, dann erzeuge ich nur noch mehr Leiden und dann profitieren eigentlich nur die Sozialsparten und bei der Revolution profitieren sogar die Waffensparten von der unrealistischen Linken. Aber ich muss schon wieder weitergeben und nachher erzähle ich weiter, wie das ist mit der unrealistischen Linken. Ja, und dem Thema Geldabschaffung und all diese Dinge. Ich drehe wieder den Öff-Öff langsam lauter. Wir hören dich. Ja, super, danke schön. Ja, danke Dylan wieder für das, was du gesagt hast. Ja, das mit dem Linkssein ist so eine Sache. Also eigentlich ist es ja in der klassischen Definition auch so, dass die
Linken so die Gleichheit, die Hierarchiefreiheit der Menschen möchten, während die Rechten für hierarchische Sozialstrukturen wären. Wobei auch in den linken Theorien heißt das nicht, dass da jetzt eigentlich alles gleich gemacht wird, sondern dass die Menschen gleich glücklich sein sollen mit ihrer Verschiedenheit von Fähigkeiten und Bedürfnissen. Also das Zielideal des Kommunismus ist ja, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, sodass es allen gleich gut gehen kann. Also eigentlich wäre es da sehr schön, wenn die links sein wollen, sehen, dass die Gleichbehandlung von Menschen oder der Respekt vor der Gleichheit der Menschen, dass das anfangen würde mit dem Respekt davor, dass wir alle die denkenden und sprechenden Tiere oder Wesen sind. Und dass wir ein gewisses Maß erstmal aufbringen sollten an Bereitschaft zum Miteinander denken und sprechen, bevor wir irgendwie anders da vielleicht auf die Idee kommen, uns abzuwerten, auszugrenzen oder uns gegeneinander durchzusetzen. Also in der verbreiteten Auffassung, die ich kenne, so auch aus meiner Kindheit von den Linken, dann waren das die, die aufgeschlossen sind, die eben auch den anderen Menschen nicht abtun, von wegen, du bist es nicht wert, dass ich mit dir rede oder dass ich mit dir gemeinsam schaue. Also das wäre eigentlich eine Grundvoraussetzung für die Linken. Und ich sehe heute tatsächlich das Problem, dass die bei dieser Ausschließeritis- und Canceling-Kultur mitmachen, weil sie sich innerlich verrannt haben in, ich sag mal, überkandidelte Nebenkriegsschauplätze, ob jetzt Gendern oder dass jede Mikroidentität ja als gleichwertig angesehen werden müsste in der Gesellschaft, wo ich der Ansicht bin, jeder soll auf seine Weise sein können, man soll so weit wie möglich tolerieren. Aber nicht jede Art, womit sich jemand identifiziert, ist gleichwertig. Also eine Gesellschaft muss auch das Recht haben, den Dienst des Feuerwehrmanns für höher und von der Allgemeinheit fördernswerter zu erachten, im Vergleich zu dem, der da sein Briefmarkenalbum sammelt. Da muss es möglich sein, auch zu sagen, dass man Unterschiede macht und auch unterschiedliche Wertigkeiten sieht, und zwar eben gemessen am Gemeinwohl. Da kann man trotzdem alle Eigenheiten oder sogar Eigenbröteleien von Menschen tolerieren und so und kann sagen, ja, ist auch alles, auch liebenswerte Verschiedenheit. Aber es ist nicht alles der gleiche Brei. Und ja, also insofern, da ist es aber so, dass die meisten, die jetzt heute in diese Nebenkriegsschauplätze aus meiner Sicht sich da so reinsteigern, die wollen damit verdecken, also was Leute wie Sarah Wagenknecht ja auch aus meiner Sicht mit Recht aufdecken, dass sie dabei mit den wesentlichen Weichenstellungen des imperialistischen Kapitalismus ihren Frieden gemacht haben. Das heißt, das sind, frech gesagt, die Leute, die auch den langen Marsch durch die Institutionen gemacht haben, als wohlständige Lehrer und so rausgekommen sind und den Menschen jetzt beibringen, Gendern ist ganz wichtig, während die Aufhebung der Standesprivilegien, also dass sie als Akademiker da ihr Wohlstandsleben mit den Ärmsten noch teilen würden, also diese Dimension von links sein, ja, die ist ihnen nicht so sympathisch. Deshalb wird irgendwas anderes genommen, wo sie sich da so engagieren. Und die Kernanliegen oder die Kernweichenstellungen des Linksseins werden eher beiseite gedrängt damit. Und ich halte fest, der wichtigste Punkt, mit uns müssten sie eigentlich alle bereit sein, erst zu reden. Ich habe auch heute erst noch ein Plakat hier aufgehängt. Ich habe hier so ein Widerstandszelt gegen den Autobahnbau, wo der Herrenwald hier für die A49 zum Teil weggeholzt wurde. Da habe ich mitgemacht bei den Ökos, die da protestiert haben, Extinction Rebellion, Waldstadtasphalt und was es da so für Initiativen gibt. Und habe ich ein Protestzelt gehabt, das steht auch immer noch da, als einziges, was da noch übrig geblieben ist, ist auf privatem Grund und der Bauer hat uns das genehmigt. Und da habe ich jetzt das Plakat wieder erneuert, heute mal ein bisschen, ich muss die Farbe noch verbessern. Und da steht auch drauf, erst freundlich miteinander reden ist menschlich. Also ob man danach zu anderen Mitteln greifen will oder muss, kann man ja überlegen. Aber gerade für die Linken, die die Gleichheit der Menschen respektieren wollen, sollte es klar sein, wir gucken erstmal, wie weit wir mit dem offenen Miteinander denken und sprechen kommen und ob es andere Mittel braucht oder ob man es anwenden dürfte. Ja, ich höre das Piepen.
meinen letzten Satz nochmal und dann kann ich da an dieser Stelle auch enden. Also die Linken, wenn sie die Gleichheit der Menschen respektieren wollen, müssten bei uns sehen, mit uns kann man reden und sie müssten dann eigentlich bereit sein, immer erstmal zu versuchen, wie weit man mit dem freundlichen Miteinander reden, miteinander denken und sprechen kommen kann, bevor man andere Mittel einsetzen würde oder ob man die überhaupt einsetzen müsste und dürfte dann. Ja, also die herzliche Einladung, alle, die da in dem Sinne engagiert links sein wollen, täten gut daran, mit uns offen umzugehen und hier in diese freie Argumentekultur und ihre Zweige sich mit einzulassen. Genau, und ich wollte ja eigentlich schon in einem der letzten Redebeiträge beschreiben, wie ich hier auch mit gewaltfreien Aktionen und Gerichtsprozessen agiere. Das mache ich in meinem nächsten Beitrag, gebe jetzt dann an den Dille. Ja, da bin ich wieder. Ja, also genau das ist der Grund, warum wir als bodenständige, vernünftige Linke eigentlich das Linkssein wirklich in erster Linie auf die Minimierung der Summe des Leidens definieren, weil wir in der Gleichheit schon eine gewisse Nähe zur unrealistischen Linken sehen. Denn wir sehen, dass die Natur leider extrem ungleich ist. Vielleicht darf ich das, zeige ich das gerade nochmal hier an einem Schaubild. Die Ungleichheit ist eigentlich das Wesen der Evolution. Also die Naturwissenschaftler sind da also insgesamt pessimistischer, auch in dieser Hinsicht wieder, bezüglich der Gleichheitsmöglichkeiten, weil die einfach sagen, okay, die gesamte Geschichte, Mutation und Selektion, beziehungsweise genetische Variation und Selektion, das Leben ist so konstruiert und auch die Sexualität gibt es nur, weil die Evolution, weil quasi in der Natur das Unterschiede erzeugen der große Renner war. Ja, also es gab lauter Einzeller, die sich quasi geklont haben. Es gab Pflanzen, es gab alles Mögliche, was sich ohne sexuelle Fortpflanzung eigentlich gleich repliziert hat. Aber genau das war nicht leistungsfähig, das war nicht überlebensfähig, sondern die Produktion von Ungleichheit war der Renner in der Evolution. Und deswegen, die Sexualität gibt es auch nur aus diesem einen Grunde. Das ist ja nicht so, dass man die Lebewesen quälen wollte, damit dass sie jetzt plötzlich Liebespartner finden müssen und damit irgendwie noch zurechtkommen müssen und so weiter, sondern die Ungleichheit zu erzeugen war eben am leichtesten möglich, wenn man die eine Hälfte der Gene bei Säugetieren ja von dem Vater nimmt und die andere Hälfte der Gene von der Mutter nimmt und daraus einen manchmal unverdaulichen neuen Mix macht, auf jeden Fall bringt es Ungleichheit. Und diese Ungleichheit ist das Entscheidende. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel anfangen würden, Menschen zu klonen, würden die innerhalb kürzester Zeit nicht mehr überlebensfähig sein, weil in einer Welt der Ungleichheiten, in der gut angepasste, ungleiche Organismen sich in jede Ritze der Natur und der Welt hinein verbreiten, in der können gleiche Modelle, haben keine Überlebenschance. Zum Beispiel haben Leute, die dann geklont wären und immer das gleiche veraltete Immunsystem an Kinder weitergeben. Dieses Immunsystem wird dann plötzlich gar nicht mit den neuen Weiterentwicklungen und evolutiven Weiterentwicklungen der Viren, Bakterien, Pilze und so weiter, kann damit überhaupt nicht mehr zurechtkommen, weil es sich gar nicht um ein neues Modell eines Immunsystems handelt, sondern ein veraltetes Modell. Das wäre quasi, Klonen ist so, wie wenn jetzt heute auf allen Straßen noch der alte VW-Käfer das einzige Auto wäre
mit seinem hohen CO2-Ausstoß oder was auch immer, wo auf jeden Fall ein uraltes, technisch veraltetes Modell, das auch vielleicht bei Unfällen kaum einen Schutz bietet, noch nicht mal einen Anschnallgurt hat und nichts, ja. Und das ist Klonen, ja. Und die Ungleichheit ist der große Erfolg in der Evolution. Und wer jetzt aus der Ungleichheit rausgeht und in die Gleichheit gehen will, der kommt ins Elend hinein, ja. Also die Bonobos, die haben es geschafft, mit ihrer genetischen Konstruktion, ihres Liebessystems, ihres Hippie-Kommunenlebens. Professoren sprechen davon, sie leben ja Make Love Not War und das sind ja richtige matriarchale Hippie-Affen und so weiter. Und das sagen sogar Professoren. Ne? Also das ist und die sind alle ziemlich sehr glücklich. Natürlich der eine junge Mann, der völlig missraten ist und der vertrieben wird und dann stirbt, der ist natürlich nicht glücklich. Wir Menschen könnten so ein Leiden vermeiden. Wir müssen so ein Leiden vermeiden. Aber das, was die Bonobos machen, was davon der realistische Anteil ist, dass sie eben ziemlich missratene junge Männer relativ stark aus der Fortpflanzung ausschließen, das ist sinnvoll. Nur sie dann zu vertreiben und damit dem Sterben zu überlassen, das können wir Menschen besser. Da können wir sagen, wir ernähren den und ermöglichen ihm ein leidvolles Leben bis zum Tode. Auch wenn wir ihn eben nicht in die Fortpflanzungsränge hineinlassen, denn dann wird sich auch sein Leiden nicht mehr in Kindern multiplizieren, sozusagen. Also dieser Kompromiss, das gehört für mich zum Linkssein, realistisch etwas machen, was die Summe des Leidens reduziert, während für mich die Rechten sich darin unterscheiden, dass sie sagen, sollen doch die Armen alle hungern und verrecken, was geht's mich an? Das ist für mich das Wesen des Rechten, die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden der anderen, so nach dem Motto, die sind halt so und dann sollen sie halt verhungern und dann lassen wir sie halt auch verhungern, ne? Das sehe ich so als rechts an. Ich gebe wieder bei. Wir hören dich. Ja, danke schön. Danke, Dylan. Ja, also ich glaube, dass diese Frage, wie gleich werden die Menschen behandelt und was ist auch sinnvolle Ungleichheit, die uns auch allen was bringt, die uns voranbringt, das wird man eigentlich auf beiden Schienen, die Dylan und ich da uns vorstellen, ob jetzt dieser geistesverwirklichten Schiene oder der naturwissenschaftlichen Regulationsmechanismen so erreichbar sein, dass da alle gut mit leben könnten. Also keiner will ja, dass ja jemand einfach willkürlich hingehen kann und kann da etwas fordern an Gleichheit, was unangemessen ist. Also keiner will, dass der Schlosser die offenen Herzoperationen macht und der Arzt stattdessen ans Autoschrauben gestellt wird. So nach dem Motto, es kommt gar nicht darauf an, welche speziellen unterschiedlichen Fähigkeiten die Menschen haben oder haben können. Trotzdem wird es eben so sein, dass wenn man nicht nur sich gegenseitig als auch mit Geist begabt, also mit diesem Denken und Sprechen begabt, respektiert, sondern wenn man sich zusammentut, ob jetzt eben für diese geistige Schiene gemeinsam das aufs Ganze gesehen Vernünftige anstreben zu wollen, also da mit ganzer Kraft, so gut man es kann, ab für arbeiten zu wollen, oder an Experimenten sich auch zu beteiligen, wie mit der Wohlfühlstimme und so eine Art von ja auch ansatzweise dann ja Vertrauensgemeinschaft wie mit der Hausarztkommune, dem Vertrauensarzt. Die Menschen werden gut zurechtkommen, also es werden Lebensformen sein, die sehr effektiv sind. Also Menschen, die gemeinsam vernünftig sein wollen, werden sehr effektiv sein können. Und Menschen, die mit sowas wie Wohlfühlstimme experimentieren wollen und Hausarztkommune,
die werden viel weniger Schaden erzeugen und Verschleiß und sinnlosen Verbrauch von Mitteln im Vergleich zum jetzigen Gesellschaftssystem. Und das wird es ihnen leicht machen, in dieses Feeling reinzukommen, okay, also wie es in den Menschenrechten auch steht, wir Menschen sind ja alle mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Brüderlichkeit oder sagen wir geschlechterübergreifend Geschwisterlichkeit begegnen. Ich sehe da kein allzu großes Problem. Aber ich wollte ja auch noch jetzt sagen, wo ist mein Stand mit meinen konkreten Aktionen? Also ich finde es einerseits super wichtig, wo ich mit Dylan hier ja auch stark kooperiere, die Kommunikation, die verschiedenen Talks, das Forum, der Versuch jetzt auch die großen Multiplikatoren einzuladen, ob sie es nutzen oder nicht, man muss es ihnen letztlich allen überlassen. Aber die Einladung ist unsere Verantwortung auch mit. Also das Unsrige dafür zu tun, dass sie auch mitmachen könnten bei diesem verantwortlichen Denken und Sprechen, statt dann nur ihren ideologischen oder interessensbedingten Scheuklappen den Vorrang zu geben. Die Einladung ist extrem wichtig, deshalb finde ich das so genial, dass ich da mit dem Dylan für kooperieren kann. Und darüber hinaus hatte ich schon gesagt, ich glaube, dass innerhalb des Kommunizierens die stärksten Argumente sind, wir haben ein Recht auf unsere Freiheit, spätestens wenn wir bereit sind, uns abzusondern in Kommunen. Und die brauchen wir ja eh, weil wir haben aus verschiedenen Gründen jetzt schon abgeleitet, dass man einen anderen Rahmen auch braucht als dieses Gesellschaftssystem hier um uns herum. Wenn man sagt, man will vernünftig im Konsens entscheiden alleine, braucht man dieses Vertrauen zueinander, also dieses Zusammenwachsen auch in Vertrauen, dass da Konsensbasisgruppen so entstehen können und auch die Wohlfühlstimme und solche Hausarztkommunen, das setzt ja voraus, dass Menschen sich für Experimentalräume zusammentun. Das heißt, das würden wir aus mehreren Gründen brauchen und das ist das stärkste Argument für den Schutz oder den weiteren Anspruch auf unsere Freiheitsrechte gegenüber den Übergriffigkeiten des Systems. Also die Reservate, und da finde ich toll, dass der Dylan da in Köln sowas auch macht, ne, und versuche mich dafür einzusetzen, dass die anderen Reservatorte gut erhalten bleiben können, vor allem auch direkt vor den Toren der Macht in Berlin, das dortige Reservat, das Demokratiefürsorgecamp. Also die Argumente liefern, die Reservate möglichst hochhalten oder weiterentwickeln. Und ich glaube, es ist wichtig dabei auch gewaltfreie Aktionen zu machen. Also nicht nur irgendwie den Leuten um uns herum in der Gesellschaft davon zu erzählen oder jetzt zu den Talks einzuladen oder ins Forum. Sondern wenn wir sehen, da kommen wir überhaupt nicht ausreichend mit zum Zuge, dann hat schon Gandhi gesagt, also wenn die Leute um dich herum nicht einfach vernünftig mit sich reden lassen, dann musst du vielleicht auch die gewaltfreien Aktionen bereit sein. Genau, da ist das Piepen. Also ich setze nochmal an. Gandhi hat gesagt, wenn die Menschen um dich herum in der Gesellschaft nicht vernünftig ansprechbar sind, dann musst du eventuell auch bereit sein zu gewaltfreien Aktionen, wo du Gesetze übertrittst und dann vor Gericht gestellt wirst, um da vielleicht dann irgendwie eine Gelegenheit zu finden, wo die Argumente jetzt auch zur Geltung gebracht werden können. Und da hatte ich schon mehrere gewaltfreie Aktionen so gemacht. In Berlin auch illegales Zelten, wo die Staatsanwaltschaft da die Anzeige dann aber unbedingt einstellen wollte, obwohl ich protestiert habe und gesagt habe, ich möchte bitte schön, dass das weiterverfolgt wird und ein Verfahren draus gemacht wird, ein Klärungsverfahren. Und hier habe ich jetzt noch in Hessen eine Anzeige laufen, weil bei einer meiner Montagsmahnungen waren die Abstände nicht groß genug gewesen wären. Und da bin ich bereit, das jetzt gut vorbereitet anzugehen. Ende März soll ich da vor den Richter treten. Und das werde ich natürlich dann so nutzen wollen, als Gelegenheit, bei gewaltfreien Aktionen irgendwie in die Argumentation miteinander kommen zu können. Wer da Näheres zu wissen will, findet das eben auch im Forum. Ich habe gerade vor 2 Tagen noch ein Plakat gemalt, wo ich das dann auch so hochhalten kann, um meine Kernargumentation in den Blick zu bringen. Ja, also da kann ich gleich, wir haben jetzt gleich schon 9:45 auch wieder, das heißt, jetzt sind vielleicht noch 1, 2 Beiträge, da kann ich das noch ein bisschen genauer beschreiben mit dieser Vorbereitung da auf meinen Gerichtsprozess Ende März. Gebe ich jetzt erstmal wieder an den Dylan. So, ja, ich hoffe, man hört mich wieder gut und ja, also
Ich muss weiter beschreiben, was ich heute ja rüberbringen wollte, nämlich das, warum die Sozialsparten so gefährlich sind und warum sie die Sozialsparten die Ursache für die unrealistische Linke sind. Ja, denn ich habe ja eben jetzt deutlich gemacht, dass die Wendung sich gegen, ich habe das Bild der Milliardärskönige eingeblendet, sich gegen die Alpha-Beta-Gamma-Tiere einer Gruppe zu wenden und die und gegen die eine Art Krieg zu führen, einfach aus naturwissenschaftlicher Sicht das Unsinnigste ist, was man tun kann. Und woher kommt dieses Unsinnige? Eben weil die Sozialsparten Sozialfälle, möglichst viele Obdachlose, möglichst viele verarmte Menschen brauchen, möglichst viele Langzeitarbeitslose brauchen. Und genau das ist der Grund, denn was passiert nämlich faktisch, wenn ich zum Beispiel, was sehr beliebt ist als Thema, zum Beispiel das Geld abschaffe, jetzt sofort das Geld abschaffe, also nicht erst mal einen sanften Schritt gehe, indem ich die gemeinwohlökonomische Wirtschaftsweise der GWO, des Weltrates einführe, wo dann eben sozusagen erst einmal dafür gesorgt wird, dass die ganzen Firmen der Nahrungshändler ein menschenfreundlicher Händler wird und der Arzt ein menschenfreundlicher wird, der uns sogar hilft, wieder in Gemeinschaften zu leben, vielleicht sogar auch in bonobo-kommunistischen Gruppenehen irgendwann wieder zu leben und so weiter. Wer weiß, ja? Also alles, was dann gesund und glücklich macht, dafür wird der Arzt belohnt, also wird er uns da helfen und er wird unser Freund sein und nicht derjenige, der uns möglichst viele Dinge verkaufen will, damit er möglichst viel Profit auf unsere Kosten macht, sozusagen. Ja? Das ist der kleine Schritt, die gemeinwohlökonomische Wirtschaftsformenwende. Ne? Und stattdessen gleich den großen Schritt machen und zu sagen, wir schaffen einfach mal das Geld ab, ohne dabei den Tauschhandel abzuschaffen. Oder was ja eigentlich dann bedeutet, dass man auch automatisch den Tauschhandel mit abschaffen muss, denn sozusagen, dann wäre ja kein Geld mehr da, um Tauschhandlungen zu bezahlen, es sei denn, man würde dann wieder auf den Tauschhandel Güter gegen Güter zurückgehen. Aber auf jeden Fall, wenn ich Geld abschaffe, was bedeutet das denn auf Deutsch, liebe Milliardärskönige, die ich euch ja in Deutschland halten will und nicht vertreiben will? Das bedeutet, dass der Milliardär verliert 50 Milliarden, dem nehmen wir 50 Milliarden weg. Und die Möglichkeit, Menschen zu beschäftigen bei Mercedes und so weiter, die Möglichkeit nehme ich immer eben weg. Ja? Und dem Armen nehmen wir vielleicht seine 500 Euro, die er irgendwo als kleinen Notgroschen liegen hat, die nehmen wir ihm weg. Aber dann sagt der Reiche quasi, ja, hoppla, mir wollt ihr meine 50 Milliarden wegnehmen, aber ich bin geldsüchtig und vielleicht will ich das jetzt gar nicht. Dann gehe ich einfach in ein anderes Land und das zeige ich jetzt auch mit einem anderen Bild hier. Wenn wir uns nochmal klar machen hier, falsche Richtung wie immer. Hier ist ja quasi die Weltkarte oder das können wir auch als verschiedene Staaten sehen, so verschiedene Staaten der Erde oder Kontinente sind das hier in dem Falle, aber auch Staaten der Erde kann man das sehen. Dann ist halt so, wenn hier in Deutschland ja, plötzlich das Geld abgeschafft wird und damit quasi eine Gleichheit geschaffen wird aller, da sagt sich aber dann vielleicht der Reiche, naja, dann gehe ich doch in das Land oder in das Land oder in das Land, wo ich weiterhin meine 50 Milliarden behalten darf. Und auch meine Mercedes-Mitarbeiter noch weiterhin beschäftigen darf, weil dann mache ich die Mercedes-Werke halt in Polen und in Tschechien auf. Ne? Und dann ist in Deutschland, werden Tausende von Mercedes-Arbeitern arbeitslos und
Es entstehen dann Arbeitsplätze, die wie in der DDR. Plötzlich wird dann nicht mehr Mercedes gebaut, sondern irgendwann haben die Autos dasselbe Level wie der Trabi. Ne? Das heißt, kein Mensch will sie in Wirklichkeit haben, weil sie veraltete, schlecht fahrende Fahrzeuge sind und so weiter, die nichts taugen. Aber es gibt da nichts anderes mehr, weil ja die fähigen Unternehmer, Ingenieure, Entwickler alle ins Ausland abgewandert sind und dort produziert wird, aber wir dann als neue DDR dann einfach nur noch den Trabi haben. Und das führt dann dazu, dass die Sozialspartler letztendlich die Gewinnenden sind, weil nämlich die Menschen so ärmlich sind und so weiter, dass sie ganz viel Fürsorglichkeit der sozialstaatlichen Betreuung brauchen und so weiter. Und ich sehe da keine Verringerung der Gesamtmenge des Leidens, sondern eine Vergrößerung der Gesamtmenge des Leidens. Das Einzige, letzter Satz dazu, das Einzige, wie wir an das Geld der Reichen rankämen, ist ja, dass wir, bevor wir sagen würden, wir schaffen das Geld ab, müssten wir eine Mauer bauen um ganz Deutschland. Und dann müssten wir es unmöglich machen, dass die Reichen irgendeine Möglichkeit hätten, ihr Geld ins Ausland zu transferieren und selber ins Ausland zu reisen. Wir müssen also ein Gefängnis bauen, damit die dann nicht weg können, obwohl sie weg wollen. Und das widerspricht dem Gedanken der freien Gesellschaft völlig. Und dann hätten wir also wieder einen Mauerbau, aber diesmal ganz um Deutschland herum. Ich gebe weiter. Moment. Wir hören dich. Ja, danke schön, Dylan. Ich möchte hinzufügen, wenn jemand meint, er will das Geld abschaffen, also ich teile die Vorstellung von Dylan, dass die Auffassung, wir gehen hin und zwingen die Leute jetzt auf Geld und Tausch zu verzichten, wird die Leute vertreiben. Also wenn man überhaupt in die Lage käme, sowas durchzusetzen, wird die Leute vertreiben und sie werden sich an anderer Stelle versuchen zusammenzutun und dagegen dann anzukämpfen. Ich glaube, der viel bessere Weg ist, wenn Leute da sind, die jetzt sagen, sie wollen ohne Geld leben, die sollen doch schon mal selber anfangen und das können sie ja und versuchen andere dann in Freiwilligkeit zu überzeugen. Also da sind ja auch unsere Kommuneversuche so, dass man da hingehen kann und kann versuchen, das vorzuleben und zu zeigen, dass man damit glücklich werden kann. Gehört ja auch für mich zu meinem Versuchskaninchenleben mit dazu. Also kommt, statt es anderen aufzuzwingen, macht es erstmal selbst. Das ist sowieso der sauberere und überzeugende, möglichst überzeugende Weg. Ja, ich war ganz froh zu sagen, in meinem letzten Beitrag, dass ich im Moment diese gewaltfreie Aktion vorbereite mit dem Gerichtstermin Ende März. Ich habe einen Anwalt, der meint, meine Ideale sind so sinnvoll, dass er möglichst schauen wollte, dass ich nicht in den Knast komme damit. Den habe ich jetzt gestern oder heute Morgen war das in der Nacht jedenfalls informiert, habe da ein zusammenfassendes Schreiben gemacht, also jetzt unsere gemeinsame Strategie, weil das mit den Anzeigen, da halte ich natürlich seit dem letzten Jahr, wo ich damit angefangen habe, solche gewaltfreien Aktionen zu machen und dann Strafanzeigen bekommen habe, da halte ich ihn natürlich auf dem Laufenden und tauschen wir uns darüber aus. Und da habe ich ihm jetzt auch gesagt, hier, das ist jetzt nochmal der Zusammenhang, der Sinn meiner Aktion jetzt. Habe darauf hingewiesen, dass ich mich freuen würde, wenn mehr, auch von den Anwälten, also bei den Maßnahmenkritikern oder den Leuten, die die Maßnahmen beenden wollen oder dagegen agieren wollen, wenn mehr Leute den systemischen Veränderungsansatz auch mitmachen wollten. Statt nur zu sagen, wir gehen demonstrieren und wir wollen vielleicht welche von den Corona-Tätern vor Gericht bringen. Aber im Grunde genommen sind wir nur dabei darauf aus, die alte Normalität wiederzubekommen. Ne? Also lasst uns wieder Party feiern wie vorher und dann ist alles gut. Statt zu überlegen, obwohl das manchmal ja als große Überschrift mit drüber gestellt wurde, wie können wir jetzt einen Systemwandel machen, also von den ganzen Korruptionssystemen zu echter Argumentedemokratie hinkommen? Ja, da also habe ich meinem Anwalt geschrieben, es wäre toll, wenn diesen systemischen Ansatz, den ich ja so in den Mittelpunkt stelle, auch andere Leute interessant finden und dabei mitwirken wollten. Ja, habe ihm aber ansonsten gesagt, dass ich mich da, denke ich, gut vorbereite. Also auch das Bild von dem Plakat, was ich gemalt habe, ist mit im Freie Argumente Kulturforum mit drin, bei dem Thema Weckruf.
schon im Anfangsbeitrag, ich habe das da technisch geschafft, sogar so ein Foto in das Forum reinzusetzen. Also für mich sind das immer noch echte Aufgaben. Und ja, ich habe meinem Anwalt gesagt, ich denke nicht, dass er dann jetzt hier Ende März kommen wird, wenn es da um so ein Bußgeld geht, wegen Abstandsübertretungen, sondern dass ja, das Ding wird sich ja weiterentwickeln und ich muss ja auch, vor allem wenn die Gesellschaft drumherum immer mehr aufdreht in der freiheitsvergewaltigenden Richtung, also jetzt auch mit den Impfpflichtideen, wo sie immer noch dran festhalten, obwohl Corona jetzt mit der Omikron-Variante ja nun echt nur noch eine Grippe ist. Ne? Und die Frechheit dann zu sagen, es könnte ja noch mal schlimmer werden, also nehmen wir jetzt schon mal weiter die Freiheitsrechte auseinander. Also alles Unglaublichkeiten, wo das Verfassungsgericht eigentlich längst im Dreieck springen müsste. Aber egal. Ne? Ich gehe hin und rechne damit, dass ich, wenn diese Willkürschiene weitergeht, auch meine gewaltfreien Aktionen zuspitzen muss. Und wenn der Richter jetzt meine Argumentation, nämlich dass der Staat, der mir eine Abstandsübertretung vorwirft, den besten Abstand nicht gewährt, nämlich solche Reservate, die gleichzeitig die einen, also die Leute im System vor der Ansteckung durch die Ungeimpften schützen und die Ungeimpften schützen vor der Übergriffigkeit der Impffans, dass sie in den Reservaten ihre Freiheitsrechte behalten können. Also Ansteckungsschutz und Freiheitsschutz sind mit dieser Art von Abstand, wie es in Reservaten dann verwirklicht werden könnte, versöhnbar und miteinander vereinbar. Das wird vom Staat bisher nicht zugelassen oder sogar unterbunden, verboten. Und mir wird dann vorgeworfen, dass ich bei so einer Veranstaltung zu nah an irgendwelche anderen Menschen herantrete. Ja, also werde ich dem Richter erklären, sollte der vielleicht sogar gegen mich entscheiden und sagen, ja gut, das führt dann jetzt zu Bußgeldforderung und vielleicht dann irgendwann Androhung von Beugehaft oder was sie da alles machen können. Das werden alles weitere Argumente für mich sein, um zu sagen, okay, und das Piepen wieder, also dann greife ich nochmal auf. Also wenn der Richter mich da verurteilen will, dann wird das für mich eben ein Argument sein, so ein weiterer Baustein, dass ich sehe, ich muss dann vielleicht mit meinem gewaltfreien Engagement weiter aufdrehen halt und habe dann auch meinem Anwalt schon geschrieben, ja für mich, die Idee ist ja schon alt, da habe ich ja schon Vorarbeit geleistet im letzten Sommer mit einem Verbündeten in Berlin, wo wir vor Bundestag und Kanzleramt gegangen sind und gesagt haben, wir machen hier eine nicht störende, sondern helfende gewaltfreie Aktion. Wir bieten euch an, bei euch ein erstes korruptionsfreies Büro in die Gebäude mit reinzubringen, eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur. Zeigt uns am besten gleich mal einen Raum, wo wir das machen können. Haben wir uns natürlich abgewimmelt noch, aber mir war wichtig, so eine erste per Video festgehaltene gewaltfreie Aktion zu machen. Und wenn die weiter aufdrehen und der Richter mich verurteilt, also irgendwann ist der Punkt da, da muss man sein Möglichstes tun. Und dann schwebt mir so vor, vielleicht sowas zu machen, wie ich gehe dann nach Berlin und sage, ich gehe jetzt ja nicht mehr weg, ich dringe jetzt hier immer wieder auf pazifistische Weise in die Gebäude ein. Ne? Also ich stürme auf Gandhi-Art Bundestag oder Kanzleramt, weil hier muss jetzt so ein korruptionsfreies Büro rein. Das geht gar nicht mehr anders. Ne? Und ihr könnt mich ja verhaften, bestrafen, was weiß ich, ne, für das, was ich mache. Aber ich mache das mit der gesteigerten gewaltfreien Aktions dem Aktionsanspruch. Okay, und da habe ich dem Anwalt schon gesagt, ne, also wenn das dann weitergeht irgendwie, du kommst vielleicht jetzt nicht fürs Bußgeld, aber wenn du mich da vor dem Knast bewahren willst, wirst du da vielleicht noch andere Gelegenheiten bekommen, wo du dich mit ins Spiel bringen kannst. Okay, das wäre es von mir. Wir haben jetzt 5:10. Der Dylan kann auch was sagen. Von mir aus reicht das, was ich jetzt so gesagt habe. Ich wünsche euch alles Gute. Ne? Kommt dazu, liebe Zuschauer, macht mit, rafft euch auf. Die neue Welt fällt uns nicht wie der Regen auf den Kopf, sondern die muss erarbeitet werden, verstanden und gewollt werden und Reservate mitgelebt werden. Also rafft euch endlich auf, kommt dazu, lasst uns das, was gemacht werden muss, auch machen. Ansonsten, ja, wünsche ich euch ein schönes Leben und gebe an den Dillen wieder. Ja, jetzt müsste ich wieder gut zu hören sein. So. Ja, also da stimme ich dem Öffi natürlich auch aus der naturwissenschaftlichen Sicht zu, dass es eben darum gehen muss, die Ursachen der Symptome, Corona-Skandal und Ukraine-Skandal, das sind für mich alles nur Symptome des kapitalistischen marktwirtschaftlichen Systems, das alles zerstörende System. Also
Was die Menschen ja nicht begreifen, ist, dass der Kapitalismus der Glückszerstörer ist, der Gesundheitszerstörer, der Langlebigkeitsbeschädiger, der Erdzerstörer, der Zerstörer von allem ist und der Friedenszerstörer ist, weil Kriege eben Geld bringen für bestimmte Gruppen, ne? Und ja, und jetzt nochmal zurück mal zu meinem heutigen Thema, nämlich dieses, dass die Sozialspartler uns ihre vorteilbringenden Irrtümer beigebracht haben. Hier in diesem Schaubild sieht man ja hier, diffundieren aus den Sparten, hier aus der Sozialsparte, die vorteilbringenden Irrtümer. Von vielen Sparten diffundieren auch Gelder in Richtung Politiker, Parteien, Spielfilmemacher, Journalisten und Universitäten. Und deswegen sind dann am Ende diese vorteilbringenden Irrtümer in den Köpfen aller Menschen und alle Menschen glauben, dass es gut sei, sich aggressiv und wegnehmend zu wenden gegen die Reichen, gegen die Alphatiere, ja? Das halten wir als Naturwissenschaftler eben wegen der biologischen Perspektive für grundsätzlich falsch, weil wir dann auf diesem Wege nur mehr Leid erzeugen, nicht weniger Leid. Und weil am Ende nur die Sozialspartler profitieren, aber die Masse der Menschen eher noch mehr Leid empfinden wird. Schließlich haben die DDR-Bürger sozusagen, wollten die unbedingt die Westöffnung, weil sie irgendwie gelitten haben in diesem System, ja. Und das ist der Punkt. Und stattdessen sollten wir die Reichen eben auch in unsere Gemeinschaften einladen und eben ihnen erst einmal auch vorleben, wie ein gesundes und glückliches Leben auch ohne sozusagen manche Exzesse des reichen Lebens und vor allem ohne all diese Konsumsucht, all diese Yachten und all diesen anderen Blödsinn, wie ein viel glücklicheres Leben mit ganz wenig möglich ist. Die andere Frage, ob das nun bedeutet, dass ich unbedingt den Reichen ihr Geld wegnehmen muss. Also ich bin schon zufrieden, wenn die Reichen keinen hohen CO2-Abdruck mehr haben, keine Yachten mehr, keine Privatflieger mehr und so weiter, weil sie merken, das ist alles unnötig. Das ist alles nur Konsum, Sucht, ja. Und in den Gemeinschaften, die mir vorgelebt werden und wo ich zu Gast sein darf und wo ich einziehen darf, da komme ich mit ganz, praktisch ganz ohne Konsum, bin ich 10-mal glücklicher als vorher. Das muss unser Ziel sein. Ob die Gelder wir dann unbedingt ihnen wegnehmen müssen, da stellt sich eine ganz große entscheidende Frage, die auch Professor Hans-Werner Sinn natürlich mal zurechtgestellt hat. Nämlich, wenn wir das Geld wegnehmen, wer kriegt es denn dann? Und ist der dann in der Lage, bessere Mercedes-Arbeitsplätze zu schaffen als die Unternehmerfamilie Mercedes, Benz oder wie sie auch immer hießen, ja, oder wie bei VW oder so, oder die Familien, oder die BMW-Unternehmerfamilie, die über Jahrzehnte bewiesen haben, dass sie ein gut bezahlte Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, höchst be bezahlte Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können. Wenn ich denen das Geld wegnehme und dann gebe ich es am Ende irgendeinem Staatsbeamten, und wird er dann einen Flughafen Berlin bauen, der niemals funktioniert? Oder wird er neue Mercedes-Arbeitsplätze schaffen? Und da ist die Überlegung die, dass der Staatsbeamte wahrscheinlich keine Mercedes-Arbeitsplätze schafft, sondern am Ende Trabi-Arbeitsplätze oder Flughafen Berlin-Brandenburg, Schlampereien-Arbeitsplätze schafft, dass da eine riesige Korruption vielleicht stattfindet. Also ich kann damit leben, wie Professor Hans-Werner Sinn, der sagt, auch wenn oder wie ich jetzt sagen würde, auch wenn die Reichen alle in Kommunen leben, bei uns mitleben in Gemeinschaften, würde ich aber lieber doch der Mercedes-Familie doch es überlassen, denn die kann besser als ich dafür sorgen, dass Mercedes ein Erfolgsmodell bleibt, denn ich kann das nicht.
Ich würde wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit Mercedes in die Pleite steuern, weil ich das nicht gelernt habe und mir das auch nicht zutrauen würde. Ja? Ich habe selber auch früher mal experimentiert mit kleinen Unternehmen und habe gemerkt, wie unendlich schwierig es ist, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Das ist fast, ich würde sagen, das sind nur ganz wenige Menschen, die das wirklich können. Ja, und wir suchen wie immer das Ende und deswegen frage ich jetzt den Öffi, ob er noch was Wichtiges hat. Augenblick. So, noch was Wichtiges. Wir hören dich. Na, ich kann als letzten Satz zu dem, was du gemeint hast, vielleicht noch hinzufügen. Genauso wie wir Menschen alle erst immer mit freundlichem Sprechen versuchen sollten, wie weit wir mit unseren Mitmenschen kommen, so sollten wir immer erst auch versuchen, wie weit wir durch eigenes Vorbild, Freiwilligkeit, freiwilliges Mitmachen der anderen bewirken können, statt dass wir darauf kommen würden, ihnen irgendwelche Zwänge anzutun. Ja, in dem Sinne, lasst uns so konstruktiv, liebevoll, freiheitlich einladend wie möglich unter Menschen miteinander umgehen. Ciao! Ja, und mein Schlusssatz ist jetzt noch, ich versuche mal das Mikrofon in die Mitte zu stellen. Aber jetzt glaube ich, kann mich der Öffi doch hören und wir können ihn hören für den Schlussgruß noch. Aber so mein Schlusssatz wäre jetzt noch so, dass man also ja eben. Wie Öffi sagt, gell? Vielleicht erstmal die Kommunen vorleben, indem wir die Unternehmer einladen und sie dann aufhören mit der Konsumsucht. Aber wir müssen nicht den Sozialspaten gehorchen, die uns dazu aufhetzen wollen, die Unternehmer zu vertreiben, sodass wir dann immer mehr Sozialfälle im Lande haben, bis dann kein Geld mehr da ist, die Sozialspaten zu bezahlen und die dann in andere Länder abwandern und diese dann plündern, bis die auch alle abgewirtschaftet sind und dann wieder lauter Sozialfälle dort existieren. Dieses Spiel müssen wir einfach nicht spielen, sondern wir können einen Kompromiss machen mit den Reichen und mit den Armen, allen ein Maximum an Leidvermeidung erreichen, ohne dabei unendliche Gleichheit zu erreichen zu wollen. Hast du noch ein Schlusssätzchen, Öffi? Seid alle umarmt. Ja, dann tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, winke, winke. Ich wink noch mal in die Kamera hier. Winke, winke, winke. Tschüss.